Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist Thompson. Servus. So, wir haben in der letzten Folge da hinten das Kupfer hochgeholt. Aus diesem Gebäude kommt dann Kupfer raus in diese Richtung. Wir werden hier die Kupferbearbeitung hinbauen mit bis hin zum Draht erstmal, glaube ich. Gibt es eigentlich noch mehr hinterm Draht nachher? Also wo man den Cable dann weiter verwenden muss und so? Wahrscheinlich schon, ne? Kommt vielleicht dann nachher eben noch. Bei den Computern oder so, schätze ich mal. Ja, das könnte sein, ja. Also ich kann da bei der Abstützstelle gerade nichts machen. Normalerweise kann man das ja immer öffnen. Ja. Aber vielleicht, weil es bei mir gerade verpackt ist. Ich habe mal einen Beacon hingesetzt. Okay. Abstützstelle. Ja. Das muss irgendwann dann machen, wenn man gerade keine verpackte Version hat. Ja, ja. Vorzugsweise du. Immer ich. Was soll ich machen, wenn es bei mir nicht so klappt? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber mit dem Relock habe ich das Fahrzeug ja wenigstens wieder gesehen. Das ist schon mal etwas. Konnte ich halt nicht einsteigen, weil ich irgendwie das noch selbst belegt habe. Ja. Vielleicht hättest du ein bisschen länger wegbleiben müssen oder so. Ja. Huch. Oha. Das hat aber eben mächtig geleckt. Ja. Also den habe ich sogar gespürt. Ja. Und wenn ich sowas spüre, ne? Ich in meinem Alter. Dann muss es schon heftig gewesen sein. Ja. Wie sieht das eigentlich aus so mit Panzerspielen bei dir? Wie meinst du? Von der Zeit her, oder? Ja, von der Zeit, beziehungsweise... welches du mal gerne wieder spielen würdest oder welches du spielst, spielen möchtest. Ja, eigentlich eh. Armored Warfare vielleicht. Ja. Das ist für ein Vogel. Hallo. Kann man den zähmen? Keine Ahnung. Irgendwo habe ich in meinen Kommentaren den Link, wie es geht, den Dings zu zähmen, den... Ja, da muss man Bären vorhin droppen. Den ja. Lizards. Alter, hier in der Nähe, wo dieses Kupferwerk ist, ne? Da habe ich irgendwie gefühlt 3 Frames pro Stunde oder so. Ja, bei mir ruckelt es aber auch gerade, vielleicht weil ich neue Gebiete aufdecke. Wieso, die Karte ist doch nicht... Die Karte ist doch nicht Ding. Hier, wenn du ein paar Aliens siehst und so, mach tot, ne? Wir brauchen noch ein paar mehr Alienfleisch. Ja. Ich habe da so einen roten Leuchtstein gefunden. Ja, das ist mir jetzt erstmal egal. Mir nicht. Ihr macht doch lustige Geräusche. Ach ja. Komm ich da hoch? Ich hab doch super Stiefel. Wieso geht das nicht? Vielleicht hast du die Stiefel nicht richtig geschnürt. Oder vielleicht brauche ich einen DLC dafür. Das gibt's hier nur noch nicht. Was ist mit der Skyrim-Technik? Oh man, da muss man länger oben sein. War einfach eine Rampe. Das ist einfacher. Mit der Skyrim-Technik? Was ist die Skyrim-Technik? Einfach hochjumpen. Oh! Okay. Oh! 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 Was ist das? Oh! Solche komischen Flugwespen. Oh! Was machen die? Was hab ich ihnen gemacht? Woher kommen die? Aus diesen roten Dingern, aus diesen roten Blumen. Das sind keine roten Blumen. Ja, das sind so eine Blumen, die so, das sind so eine Leuchtbommel, ne? Ah, da! Da kommen die raus. Oh! Das sind sehr viele. Ja, ja. Ganz Problem. Die musst du alle tot machen, ne? Du hast so ein Schwert dabei, oder nicht? Die Leuchtbommel oder die Dinger? Sowohl als auch. Die gehen nicht kaputt. Klar gehen die kaputt. Die Pflanzen. Ja, die gehen, dann nimmst du die Motorsäge. Ich laufe einfach weg. Oh. Hab keine Motorsäge dabei. Ein Angsthase ist auch noch. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Die haben mir schon urwehgetan. Die haben mir schon urwehgetan. Mimi. Urgemein. Was? Die sind urgemein. Ja. Was auf jeden Fall. Da ist jetzt so ein feuerspeiender Heslon. Was? Heslon? Ja. So ein Alien vs. Predator Teil. Ekelhaft. Aber es bringt Alienfleisch. Was ist das denn bitte schön? Hä, haben sie den Smelter umgebaut? Ist irgendwie schmaler geworden? Au. Ich bin gleich tot. Vor allem diese fliegenden
Pollen da. Ja. Und auch so klein, der trifft nur so schwer. So ein Riesenschwert. Achso, jetzt hab ich's. Also als Kammerjäger bist du nicht zu gebrauchen, willst du mir damit sagen, oder wie? Nee, es geht schon. Au. Diese Waffe ist schon ziemlich nice. Der Becher? Ja. Mhm. Gefällt mir auch. Ja, ich hab sehr viele Alien-Organe. Das ist sehr schön. Hab ich jetzt geschreddet, die Typen. Die was? Geschreddet. Zerstückelt. Bruder, wie du für Wörter verwendest. Nee, Tiffy. Das kann ich so nicht gut finden. Achso. Sorry. Na, kannst ja nichts für, ist halt einfach so, ne? Oh, das ist wieder eine Power-Stack. Die sammle ich auch, dann können wir unser Werk übertakten. Als wenn das jetzt unser großes Problem ist. Ich habe keinen Platz mehr. Ah, habe ich ein Glück gehabt. So eine Power-Stack hier. Können wir unser Werk übertakten? Ja. Übertakten ist wichtig. Ja, übertakten ist wichtig. Das machst du ja mit dem Rechner auch. Ja. Aber du hast ja gesagt, am 7.7., ne, da kommen die, also das ist ja quasi eigentlich, oh Gott. Wir sind ja jetzt so weit hier im Vorlauf, ich weiß nicht mal, ob die eventuell der 7.7. schon rum ist. Dann hast du ja neue Hardware, ne? Ja. Kaufst du dir neue Hardware dann? Also kaufst du dir einen Instant oder lässt du dir erstmal noch erzählen, so was toll wäre? Ja, ich warte mal ab, ob es wirklich so krass ist. Ja. Und weil am 7.7. ist wahrscheinlich das Embargo geliftet. Ja. Und dann haben die ersten Tester schon ihre Ergebnisse und können so ungefähr so sagen, ob wirklich so gut abgeht und ob es sich auszahlt. Ah ja. Ich habe zu viel Schrott im Inventar. Ah ja. Ich stelle meine Craftbench auf und mache irgendwas. Eine Kiste oder so? Weil zu nahe liegt. Eigentlich aus den Alien-Sachen etwas Allgemeines machen oder sollte ich das lieber lassen? Was ist denn das? Alien-Karapaze, weil es gibt Organe und Kadaver. Kann man das irgendwie zu einem Alien-Fleisch oder so machen oder? Keine Ahnung. Also, man kann so Biomasse machen, aber das soll ich ja nicht, weil wir die noch brauchen. Immer forschen. Ja. Ja. Deswegen wäre das Fahrzeug praktisch gewesen, da kann ich aussteigen, Sachen rein. Ist hier wieder zu nah dran, fuck ich Wien. Kann ich damit nichts mit anfangen? Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, ärgerlich, warum ist das zu nah dran? Das ärgert mich. 600 Meter. Oha, was ist das wieder für ein Viech? Sieht nochmal hässlich aus. Das hält mehr aus als die anderen und ist grün und spuckt grünen Leuchtschleim. Hä? Und das hat ungefähr 20 Hits ausgehalten von meinem Xenobasher. Mhm. War ziemlich robust und war auch größer als die anderen. Da ist wieder eine Abschnittstelle, cool. Öl. Ich bin unten. Muss ich nur irgendwie da runterkommen.
Macht mich schwach, der Mensch. Da sind ganz schön viele von diesen Viechern. Ich glaube, ich baue mir jetzt so eine Gun. Was für eine Gun? Die Reaper Gun. Da kann man dann so Nagel. Ja, ja, ich weiß. Da hau ich mal ein paar Sachen ran. Schluss mit lustig. Keine Chance mehr gegen mich. Sagt er so. In seinem jugendlichen Leichtsinn. Jetzt habe ich keine Eisenplatten mehr. Ich habe keine Eisenplatten mehr. Ich möchte ins Lager gehen, ein paar holen. Current Milestone ist. Was ist denn das? Insert Schematic Name hier? Hm? Ja, vorher hat es bei mir noch gut ausgesehen. Das macht mich jetzt so stutzig. Wo hast du eigentlich das Auto hingebracht, was du jetzt nicht mehr brauchst? Das hast du noch in der Hosentasche, ne? Ja. Alles klar. Oh, so viele Eisenplatten sind hier gar nicht im Lager. Was ist denn hier los? Warum sind hier keine Eisenplatten im Lager? Wie noch hier? Wir sind hier keine im Lager? Was ist hier los? Na, ihr Aliens? Oh, hier sind ein paar Stück mehr im Lager. Oh, oh. Ich habe ein Problem. Ja, erst sagst du neue Aliens und jetzt, oh, oh, ich habe hier ein Problem. Ja, jetzt sind alle auf einmal getriggert. War nicht so mein Plan. Ach ja. Du hattest sogar einen Plan dabei. Okay? Ja. Gut, das einfach attackieren, aber das war nicht so der beste Plan. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass du einen Plan hattest. Und ich dachte mir, dass diese Reaper Gun ein bisschen mehr Wumms hat. Hat sie nicht? Na da. Macht mal auch. 3-4 Schüsse. Achso. Das ist ja wie ein bisschen schade. Au. So, 2 habe ich schon. Das war der 3. Also wir haben dann einige Alien-Organe. Na, das ist schön. Da drüben ist wieder so ein Master. Der ist ungefähr 4-fach so groß wie die anderen. Könnte noch lustig werden hier. Mhm. Ich dachte mir, die sind alle gleich groß, aber der ist doch deutlich größer. Ah ja. Wahrscheinlich der Endboss. Ah, okay. Und wenn die anderen schon 4-5 Schüsse brauchen, dann ist bei dieser Absturzstelle auch noch diese Pflanze mit den komischen Insekten. Ah ja. Irgendwann erklärt er mir das, was hat er erzählt. Bin ich mir ganz sicher. Na, du kennst ja diese Pflanzen, wo dann die Insekten wegfliegen. Ja. Die kleinen Kügelchen. Ja. Und da sind 2 davon. Das ist Licht zu diesem riesen Monster. Sehr furchterregend. Ich glaube, ich baue mir eine Kettensäge. Verrat das nicht, Chaos, dass du Kettensägen bauen darfst. Darf er das nicht? Er möchte in LS um eine Kettensäge haben. Tja.
Und ich erlaube es ihm einfach nicht. So. Doch, gemein. Ja, manchmal bin ich gemein. So, Kupferbarren werden auch schon mal oben hergestellt. Das ist doch schon mal viel wert, oder? Ja. Fein. Ja, wir kommen immer näher ran an allem, was wir brauchen. Ich habe aber eine schlechte Nachricht für dich, ne? Folge zu Ende? Noch nicht ganz, aber wenn, dann ist auch erstmal die Aufnahmesession beendet. Okay. Aber ich bin echt müde gerade. Ich hätte nicht so viel essen sollen zum Abendbrot. Mach ich auch noch nicht. Robert ist mir da wohl nicht bekommen. Schade. Ja, vielleicht kriegen wir noch eine Folge hin. Aber dann sind wir schon weit in meinem Urlaub drin, ne? Glaub ich von das Spiel ist halt super. Ja. Macht schon, es macht schon Spaß, ja. Jetzt habe ich keinen Sprit für die blöde Kettensäge. Na. Manchmal ist es echt nicht leicht, ne? Ja. Naja, ich merke das schon. Aber weißt du, was das Schöne ist? So wie du es nicht leicht hast, habe ich es manchmal auch nicht leicht. Ja. Ich sorge dafür, dass der nicht lang genug wird. Ja, das ist aber immer mal gut. So, da kommen ganz viele Barren raus jetzt, ne? Öl in 300 Metern. Was? Öl in 300 Metern. So, dann bist du schon dran? Ja. Und ich habe fast alle Monster auf dem Weg besiegt. Du bist mein Held. Ja, das ist wieder so ein lustiges Ungetief auf 4 Meter hohen Beinen. Das sieht lustig aus, so schlaksig. So schlaksig? Na, und wo ist hier? Wo ist hier ein Berg? Mein Handy will mich gerade motivieren, damit zu, dass ich mich noch ein bisschen bewege. Ein paar Schritte, ne? Sagt gerade, du bist so nah dran, mach weiter so. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die Kabelfabrik kriege, ich hier bestimmt mal runter. Jo, wow, das Alter, Öl. Das leckt hier, das ist ja unglaublich. Und da ist wieder so ein Riesen. Mob. Mob? Ja. Oha. Ja, aber wie ich dich kenne, du kriegst das hin. Alter, was ist das? Oh. Oh. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist wieder ein neuer. Er schießt. Au. Oh. Er schießt eine Kugel in die Luft und dann ist wie ein Mörserhagel an Feuer. Das ist ja ekelhaft. Magie. Au. Oh. Oh, der ging aber ganz schön tot. Ja. Mann, der ist hässlich. Kommt da noch einer? Ja, was soll der über dich denken? Crude Oil. Pure. Cool. Eine Ölquelle. Jetzt stelle ich mal einen schönen eine Ölpumpe auf. Da gibt es irgendwo Kohle in der Nähe. Das wäre ziemlich cool. Kohle in der Nähe? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Oder vielleicht kann. Jetzt rund 45 Wires pro Minute. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Oder meinst du, kann ich dann Portable Miner einfach draufstellen? Aber ich glaube, so einfach machen sie es einem nicht. Ein Portable Miner? Du kannst es ja mal probieren, aber ich glaube, es wird nicht klappen. Wie mache ich denn das jetzt am blödesten? Ja, das funktioniert. Cool. Funktioniert? Cool, sagt er. Wir haben Rohöl. Rohöl? Ja, Mann. Das ist doch schon mal gut.
Sehr schön. Und da ist ein Lizard-Doggo. Hallo. Lizard-Doggo. Ich brauch Bären. Ich brauch Bären. Ich will den zähmen. Vielleicht kämpft er dann für mich. Hm. Hier gibt's nirgendwo Bären. Das wäre natürlich die Messe, wenn er für dich kämpfen würde. Das stimmt natürlich. Doch, da oben gibt's Bären. Hallo, hier ist der Doggo. Da habe ich diese depperten Schuhe, aber man kann nicht mal gescheit hoch mit den springen. Wie, man kann nicht gescheit damit springen? Storage Container und geht auf denen hoch. Ein bisschen das System austricksen. System austricksen wieder. Ja, Mann. Dieser Doggo, komm her. Wo ist er jetzt? Gerade war er noch da. Ja. Ich hab Angst vor mir. Ah, da ist er. Was? Wer hat Angst vor dir? Der Lizard Doggo. Komm. Ich will nicht, dass der Angst vor dir hat. Jetzt läuft er weg. Oder will er eine Nuss? Was? Probier's nochmal. Oha! Das ist wieder so ein Big Ass Riesenmonster. Das ist nochmal doppelt so groß wie das andere. Ein kleines Problem hier. Hm. Das ist wie die Amis, die wollen ja Öl unbedingt verteidigen. Oder halt erobern, besser gesagt. Alles klar, okay. Aber weißt du was? Folgenende. Folgenende, genau. Das war eine Runde von Satisfactory hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns war das Thompson, nee, der Thompson. Und er kämpft immer mit irgendwelchen Viechern durch die Gegend. Und eigentlich. Und wir haben Öl. Und wir haben Öl, ja. Naja, gut, das ist ja nur noch nicht hier. Also, das. Weiß ich noch nicht, wie du das jetzt hierher kriegst. Ob du das mit Förderbändern machen willst oder ob du jetzt dann da erstmal warten willst und dann mal ein ganzes Inventar voll mitbringen willst oder so. Ja. Keine Ahnung. Lizard Doggo? Ja. Ich hab ihn gefüttert. Und? Ist er jetzt deiner? Juhu. Ja, wie denn jetzt, Juhu? Dieser Doggo, der kann jetzt Sachen suchen. Geil. Aha. Der kann jetzt Sachen suchen. Alles klar. Okay, hätten wir das auch geklärt. Er hat eine Lizard Doggo gezähmt. Vielleicht sehen wir den in der nächsten Folge. Der folgt mir jetzt. Juhu. Schön, ja. Dann bis dann. Tschüss. Ja, was?